Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir wünschen euch ein schönes und gesundes neues Jahr und hoffen, dass ihr alle gut reingekommen seid. Und dann möchten wir uns bei euch auch bedanken für die rege Teilnahme an unserer Aktion Mein Bild, deine Bearbeitung. Heute zeige ich euch meine Bearbeitung und danach natürlich auch noch alle Einsendungen von euch in einer Dia-Show. Es lohnt sich auch auf alle Fälle dran zu bleiben, denn das alles dabei, von sehr vorsichtigen Bearbeitungen bis zu sehr kreativ-künstlerischen Umsetzungen. Ihr könnt also gespannt sein. Die 5 Gewinner haben wir unter allen Teilnehmern ausgelost und sie wurden von uns auch schon per Mail benachrichtigt. Ich würde sagen, genug geredet, legen wir mal los. So, und hier bin ich auch schon im Bearbeiten-Modus in Luminar Neo. Und alle, die mitgemacht haben, die werden das Motiv natürlich auch gut kennen. Ich möchte auch noch ein bisschen was dazu erzählen, denn das ist ja sehr früh morgens fotografiert, zwischen 7 und 8 Uhr. Die Sonne ist gerade am Aufgehen, aber wie man hier auch unschwer sieht, es waren ein paar Wolken davor. Deswegen ist diese Morgenstimmung leider nicht so stark geworden, wie ich mir das gerne gewünscht hätte. Aber wir haben so einen ganz leichten Bodennebel. Und auch das fand ich sehr schade. Wir mussten relativ weit gehen. Und dieser Bodennebel, der hat sich dann doch sehr schnell auf dem Weg zu diesem Fotospot verflüchtigt, sodass ich das ganz gerne bei dieser Aufnahme wieder etwas verstärken möchte. Und natürlich möchte ich auch diese morgendliche Stimmung, also dieses Orange-Magenta, was man morgens ja sehr ausgeprägt hat, wieder stärker ins Bild reinarbeiten. Und dieses Leuchten auf den Gebäuden, auch das möchte ich natürlich wieder deutlich verstärken. Also ich starte natürlich bei diesem Rohdatenbild mit Entwicklung RAW und da gehe ich gleich mal in den Optikbereich und mache wie immer alle drei Häkchen an, damit die Dinge, die sonst bei JPEGs schon in der Kamera gemacht werden, hier auch im Rohdatenfoto erledigt werden. So, Kameraprofil lasse ich auf Luminar Standard, aber ich werde die Lichter noch sehr stark abdrosseln, um noch alles an Restlicht hier oben rauszuholen, was geht. Und die Schatten im Gegenzug nur ganz leicht aufhellen, denn das ist immer bei Nebelfotos der Fall, dass wir keine wirklich tiefen Schwärzen im Bild haben. Wenn ich mir jetzt hier mal die Kurven aufmache und vielleicht auch mal das Clipping anmache, dann sieht man, es frisst nichts aus und es läuft auch nicht schwarz zu. Und man sieht auch hier, dass die Tonwertkurve noch ganz viel Spielraum hat, hier sowohl im hellen Bereich als auch im dunklen Bereich. Ja, wenn ich jetzt hier die Lichter ranziehen würde, dann wäre diese Aufnahme deutlich heller, aber das möchte ich gar nicht. Ich möchte nur den Kontrast hier etwas anziehen mit plus 15 und möchte diese ganz leicht gedeckte Morgenstimmung beibehalten. So, als nächstes kommt Farbe. Da möchte ich die Farbtemperatur stärker in den warmen Bereich verschieben, aber natürlich nicht so doll. Ich lasse das mal so auf circa 6700 stehen. So ist das, denke ich, ganz gut. Dann kriegen wir so ein bisschen mehr Orange ins Bild. Aber Magenta möchte ich deutlich stärker reinhaben, denn es war da gefühlt auch sehr magentafarbig alles und das möchte ich gerne wieder zurück ins Bild holen. Und ich finde auch gerade diese Magentafarbigkeit ist immer ein gutes Indiz für Morgensonne. Ja, dann müssen wir noch Dynamik deutlich anheben, denn gerade so Rohdatenfotos sind immer relativ ungesättigt. Das mache ich hier ruhig mal mit ca. 20 und die Sättigung werde ich auch noch ganz leicht anheben mit, ja, ich mache das mal ruhig auf plus 15 in etwa und dann bekommen wir hier schon deutlich ausgeprägter diese morgendliche Farbigkeit ins Bild. Ja, dann bleibt uns nur noch das Bild zu schärfen. Dazu gehe ich hier mal in die 100% Vorschau
und werde dann den Schärfeneinsteller mal so auf plus 40 stellen. Das ist eigentlich so bei meinen Rohdatenbildern immer ein ganz guter Wert. Da wird das Bild auf alle Fälle sehr, sehr scharf und den Radius stelle ich auch noch etwas runter. Hier sieht man auch ein Aspekt von Nebelbildern. Man hat da tatsächlich immer so ein ganz, ganz leichtes Kriseln im Bild. Das werde ich jetzt aber mit der Rauschunterdrückung und der Luminanzentrauschung auf circa 10 noch rausnehmen. Das reicht hier völlig. Dann habe ich kein Rauschen mehr im Bild und ich gucke jetzt hier unten nochmal in diese kleinen Strukturen. Ja, und das ist alles sehr schön scharf und sieht sehr gut aus. Dann sind wir mit dem Entwicklungswerkzeug auch schon fertig. Ich mache mal das Auge aus und wieder an. Ja, und dann sieht man, wie schön hier diese Morgenfarbigkeit schon ins Bild reingearbeitet wurde. Vielleicht ist der Magenta-Anteil auch ein Hauch zu hoch. Ich stelle das mal so auf plus 3 wieder etwas runter. So, dann sind wir schon beim nächsten Werkzeug und zwar Verstärken. Das werde ich hier auch anwenden und da werde ich die Akzente ja nur leicht anmachen mit 15, denn das Foto soll jetzt auch nicht zu klar werden. Ja, aber so mit 15 denke ich, ist das durchaus vertretbar und Himmel verstärken werde ich auch noch sehr deutlich anmachen hier in dem Bild, denn der Himmel, der kann ruhig noch ein bisschen dunkler und dramatischer werden. Mir läuft der eigentlich auch hier oben viel zu hell raus. Das werde ich auch noch ändern mit einer partiellen Bearbeitung. Aber so haben wir die Himmelstruktur, finde ich, sehr schön rausgearbeitet. Das Bild hat noch so ein bisschen mehr Klarheit bekommen, aber jetzt auch nicht übertrieben, aber ich denke gerade so in diesen Bereichen hier war das auch wichtig und so können wir das erstmal lassen und weiterarbeiten. Als nächstes kommt Struktur AI und da werde ich mal schauen, ob das hier dienlich ist fürs Bild. Ja, das werde ich aber auch noch etwas ins Bild reinarbeiten. Ich will ja den Nebel auch noch etwas verstärken, also können wir jetzt ruhig ein bisschen mehr Struktur reinbringen, damit wir hier oben auch eine schön strukturierte Kirche bekommen. Und hier unten wird sich vor allen Dingen, wenn ich Verstärken anmache, noch einiges tun. Jawohl, das sieht man sehr schön hier. Ja, das mache ich auch noch so mit circa 15 an. So, dann schaue ich mir auch das Werkzeug nochmal mit dem Auge an. Und ja, ne, wir bekommen hier natürlich viel mehr Klarheit und Struktur rein. Wie gesagt, da muss ich nachher nochmal mit dem Werkzeug Atmosphäre etwas gegenarbeiten, aber dann auch wirklich nur hier in dem unteren Bereich. Ja, das ist mir ganz wichtig, dass hier oben der Ort und gerade auch diese Kirche und dieses Burghafte hier oben sehr schön klar raussticht aus so einer leichten Nebelstimmung hier unten. Dann springe ich gleich auf das Werkzeug Landschaft und da wollen wir Dunst entfernen, natürlich gar nicht, aber die goldene Stunde, die möchte ich hier auch noch etwas anmachen, aber gar nicht so übertrieben auch, sondern auf lediglich 15 und die Grünverbesserung, die mache ich hier tatsächlich auch noch ganz leicht an, so mit circa 7, damit hier vorne dieser Kontrast zwischen Gelb und Grün noch etwas verstärkt wird. Ja, und dann mache ich auch das Werkzeug mal aus und wieder an. Ja, und das hat nochmal so einen kleinen Kick, hat das dem Bild gegeben. Ja, die Vignette möchte ich auch gerne anmachen in dem Bild, denn ich möchte noch viel mehr das Augenmerk hier drauf lenken und alles drumherum ein wenig unwichtiger machen. Deswegen werde ich die Vignette auch so mittelstark anwenden, hier mit minus 45 in etwa. Die Größe stelle ich ganz, ganz klein ein. Dann mache ich mal die erweiterten Einstellungen an, Weichzeichnen ganz raus. Dann kann ich den Mittelpunkt sehr schön hier auf diese Insel setzen. So denke ich, ist das ganz gut hier. Dann kann ich Mittelpunkt festlegen, auch wieder ausmachen und Weichzeichnen
deutlich nach oben schieben. Ich möchte das auch sehr, sehr weich hier in dem Bild sehen. Und dann kann ich auch noch ganz leicht die innere Helligkeit mit 10 anmachen, damit die Insel schon mal ein bisschen hervorgehoben wird. Ja, das ist bis dahin schon mal sehr schön. Ich mache jetzt mal das Gesamtauge aus und wieder an. Und ja, das gefällt mir schon sehr, sehr gut alles. Jetzt möchte ich aber erstmal mit dem Werkzeug Radieren weitermachen. Denn zum einen möchte ich den ganzen Staub und die Sensorflecken hier entfernt haben. Hier sieht man sehr deutlich zwei Sensorflecken, beziehungsweise drei sehe ich sogar. Hier ist noch einer. So, die sind alle schon mal raus. Aber ich möchte hier unten diese Lieferwagen noch raus haben aus dem Bild. Deswegen gehe ich jetzt hier auch nochmal mit dem Werkzeug rüber. Und das sollte hier automatisch, denke ich, ganz gut klappen. Ich klicke mal auf Radieren und dann sieht man, jawohl, das ist raus. Das ist jetzt ersetzt worden durch andere Dinge. Das ist auch völlig okay so. Das werde ich jetzt hier mit diesen Baumaschinen auch noch machen. Das wird dann auch keinem auffallen, dass da mal was war. So, das auch noch hier, last but not least, weg. Dann haben wir hier vorne überhaupt keine störenden Strukturen mehr. Das hat wirklich hervorragend geklappt. Und dann können wir wieder rauszoomen. Ja, und dann komme ich auch schon zum Nebel, den ich noch reinarbeiten wollte. Da gehe ich auf das Werkzeug Atmosphäre und ich möchte gerne so einen Bodennebel haben. Das heißt, ich muss hier auf geschichteter Nebel stellen. Dann stelle ich die Menge deutlich hoch. Ich mache das mal hier so ruhig mit 60 bis 70 in etwa. Lass das jetzt mal hier einfach so auf 66 stehen. Dann möchte ich den Nebel noch gerne ein bisschen weiter nach vorne erstreckt haben. Ich lasse das mal so auf 33 stehen. Das gefällt mir so erstmal ganz gut. Ja, es sieht schon sehr, sehr gut aus. Ich finde diese Nebelstimmung sehr wichtig in dem Bild. Wären wir, ja, keine Ahnung, 10, 15 Minuten früher da gewesen, dann hätte das Foto auch tatsächlich so ausgesehen. Die Belichtung stelle ich aber noch ein bisschen runter, damit das nicht so weißneblig wird. Kann ich auch noch ein bisschen weiter nach vorne holen, hier mit ca. 40. Und die Belichtung, die lasse ich mal so auf ca. 50 stehen. Das soll mir reichen. Menge kann ich noch ein bisschen nach oben stellen. Ich lasse das mal so auf 75 stehen. So, und dann gehe ich aber auf Maskieren. Denn das ist mir viel zu gleichmäßig. Ich möchte das mit der Pinselmaske auf dem Modus Radieren und mit sehr geringer Stärke, aber einem sehr großen Pinsel hier noch etwas ungleichmäßiger werden lassen, diesen Nebel, dass das so ein bisschen fleckiger kommt. Vor allen Dingen möchte ich, dass der Nebel zum Rand hin etwas abnimmt. Dann mache ich das auch noch mal ein bisschen kleiner und radiere hier oben auch noch ein bisschen weg von dem Nebel, damit hier diese Burg und die Kirche da oben etwas deutlicher werden. Ja, und so arbeite ich mir jetzt hier noch ein paar Flecken rein in den Nebel. Aber ich denke, so gefällt mir das sehr gut. Dann sieht das Ganze nicht so gleichmäßig aus. Das stört mich immer so ein bisschen, ja, an diesem künstlichen Nebel, wie wir ihn hier haben. So, jetzt hatte ich ja aber gesagt, dass mir hier oben der Himmel noch zu hell ist. Das möchte ich jetzt auch gerne noch mit einer linearen Maske abdunkeln da oben. Deswegen gehe ich nochmal auf das Werkzeug Entwickeln, gehe mal gleich auf Maskieren, linearer Verlauf und den ziehe ich mir so in etwa bis hierhin rein. Das soll gar nicht so ganz stark werden. Dann gehe ich wieder auf Anpassungen und stelle als erstes mal die Belichtung etwas runter. Ja, das kann ruhig deutlich runter hier. Ich mache das mal so auf ca. minus 0,8. Die Lichter werde ich auch noch etwas abdunkeln auf minus 15. Dann sieht man, das bekomme ich hier einen sehr schön seichten, dunkleren Verlauf nach oben. Und dann gucke ich jetzt nochmal mit der Farbe in dem Bereich. Ja, das möchte ich eher ein ganz bisschen in den Blaubereich haben
und dann vielleicht noch etwas Magenta rein mit der Färbung. Aber so finde ich das schon sehr schön. So, dann mache ich auch das Auge nochmal aus und wieder an. Und ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. So, und jetzt möchte ich noch eine partielle Bearbeitung gleich anschließen. Und zwar möchte ich hier ganz gerne dieses Licht ein bisschen verstärken auf diesen Teilen des Ortes, die Licht bekommen. Das mache ich wieder mit dem Werkzeug entwickeln und dann stelle ich das Werkzeug auch erstmal ein. Ich werde die Belichtung ganz leicht nach oben stellen mit Plus, ich lasse es mal bei 0,2 in etwa, dann den intelligenten Kontrast noch etwas hochstellen. Ich achte nur auf diese Stelle hier, nicht auf den Rest des Bildes, denn ich möchte das tatsächlich nur da reinarbeiten. Und den Kontrast können wir ruhig deutlich nach oben stellen, damit das hier, wie gesagt, mehr anfängt zu leuchten. Aber ich werde jetzt die Lichter nochmal etwas abdrosseln, damit es nicht zu hell wird da in dem Bereich. Und die Schatten etwas aufhellen, ja, damit ich noch so eine gewisse Milchigkeit behalte da, aber es sollte dort deutlich heller werden, ja. Und das wird es auch so, es wird auch ein ganz bisschen kontrastreicher, das finde ich ganz gut. Dann gehe ich mal auf Maskieren, wähle mir wieder die Pinselmaske, gehe auf Malen, wähle die Stärke auch sehr vorsichtig und die Größe dann aber deutlich kleiner. Ja, und dann male ich mir diesen Effekt hier auf diese angeleuchtete Seite der Insel rein, damit sich da das Leuchten etwas verstärkt. Ja, und ich hoffe, das sieht man sehr schön, wie das Leuchten da auch wirklich zunimmt. Dann, ich mache das Auge mal aus und wieder an. Ja, und das finde ich wichtig. Dadurch wird die gesamte Insel etwas plastischer auch. Und so gefällt mir das Bild schon sehr, sehr gut. Eine Sache möchte ich noch machen. Ich möchte noch auf das Werkzeug aufhellen und nachbelichten. Da werde ich aber die Menge deutlich reduzieren auf 50 in etwa und die Stärke der Aufhellung auch deutlich reduzieren auf circa 15. So, und dann werde ich erstmal die Größe sehr groß einstellen, denn ich möchte hier diesen hellen Streifen etwas verstärken und auch so ein bisschen fleckiger machen, damit das nicht alles so sehr homogen orange-magenta ist hier oben. Und dann wähle ich die Größe deutlich kleiner und dann möchte ich hier noch so ein paar Leuchtkanten ins Bild einfügen, damit auch hier der Vordergrund so ein bisschen interessanter wird und natürlich auch ein wenig plastischer. Ja, so haben wir so ein paar Leuchtaspekte hier vorne mit eingefügt. Das Ganze mache ich jetzt nochmal mit Abdunkeln, aber auch mit einer sehr kleinen Werkzeuggröße und auch einer sehr kleinen Stärke. Und dann werde ich hier nochmal so ein paar Partien auch abdunkeln. Wie gesagt, das erhöht einfach nur die Dreidimensionalität und die Plastizität hier in meinem Bild. So, jetzt werde ich nochmal die Größe ganz, ganz groß wählen und die Stärke noch ein bisschen kleiner, denn ich möchte hier nicht, dass der Himmel ausgerechnet da so hell wird, denn das sieht dann schnell auch so aus, als ob die Stadt deutlich heller gerechnet wurde als der Rest. So, jetzt mache ich das aber nochmal ganz, ganz klein, denn hier möchte ich auch noch ein ganz wenig aufhellen, damit da oben die Kirche wieder etwas wichtiger wird. Ja, und dann bin ich im Prinzip auch so gut wie fertig mit dem Bild. Das Einzige, was ich noch machen muss, ist es entsprechend zuzuschneiden. Ich möchte das Bild zum einen etwas panoramaformatiger haben. Ich gehe mal auf ein 16:10 und dann möchte ich auch noch
die Insel etwas stärker in die Drittelteilung rücken und hier vorne diese Ecke etwas unwichtiger machen. Aber so gefällt mir das Bild sehr, sehr gut. So lasse ich das mal, ich bestätige das mal. Ja, und dann bin ich auch fertig mit meinem Bild. Ich mache nochmal das Auge aus und wieder an und jetzt erkenne ich viel mehr diese Stimmung in dem Bild wieder, die ich an dem Morgen auch tatsächlich so wahrgenommen habe. Es war auch relativ kühl den Morgen. Ich denke, das sieht man auch sehr gut in dem Bild hier. Hier ist, glaube ich, sogar so ein bisschen raureif. Und diese Kühle mit dieser durch die Wolken durchbrechenden warmen Morgensonne, das war mir wichtig, dass ich das hier wieder viel stärker in dem Bild sehe als in der Rohdatenaufnahme. Ja, ich hoffe, dass auch euch meine Bearbeitung und dieses Video gefallen hat. Aber bleibt bitte dran, denn gleich gibt es ja noch die Diashow mit allen anderen Bearbeitungen. Was mich mal interessieren würde, ist, wenn ihr jetzt gleich auch noch die ganzen anderen Umsetzungen dieses Bildes seht, was gefällt euch eigentlich besser? Ich sag mal so, diese doch etwas vorsichtige Herangehensweise und das Rausarbeiten des schon im Bild eigentlich vorhandenen, also verstärkt. Ja, oder ob euch so eine ganz andere, künstlerisch kreative Umsetzung deutlich besser gefällt. Ja, und wenn ihr Luminar Neo mal kostenlos ausprobieren wollt, dann könnt ihr das auch. Ihr findet unten in unserer Videobeschreibung einen Link zur kostenlosen Tryout-Version. Solltet ihr Luminar Neo käuflich erwerben wollen, dann denkt aber bitte unbedingt an unseren Rabattcode. Damit bekommt ihr sowohl die Kauf- als auch die Abo-Version 10 Euro günstiger und unterstützt natürlich auch uns in unserer Arbeit etwas. Wir haben im Übrigen ja auch noch so ein 10% Code für euch. Damit bekommt ihr alles 10% günstiger aus dem Skylum Marketplace. Ja, legen wir einfach mal los mit euren Einsendungen. Viel Spaß dabei!